Wege also. In Ordnung. Einverstanden. Okay, was ist das eigentlich? Wir können es uns nicht ansehen. Das war eine Falle, aber keine schlimme. So. Was? Ist das alles? Dein Befehl, gewiss. So, Benno, ja, du zerschlägst mal, was auch immer das ist. Ihr habt die Konservierungskammer zerstört, sodass das Drachenjunge nun sterben kann. Was ist los? Ach so, das war das. Okay. Hat er auf jeden Fall genug Punkte für die Stufe gebracht. So. Wenn es dein Wunsch ist. Hier ist ein Drachenkopf. Eine Harfe. Eine Keule. Ein Morgenstern. Ein Dolch. Ja, einverstanden. Ist das alles? Ohne Helebarde. Gucken wir mal. Ikone der Macht. Okay. Die kann Hagrim ruhig haben. Eine Keule, die erst identifiziert werden muss. Der Morgenstern auch. Ein nicht identifizierter Wurf durch, wahrscheinlich einer, der immer zurückkehrt. Liebhaber, kehrt zum Werfer zurück. Waffenfähigkeit, Dolch. Hm. Die seitenlose Harfe. Kann nur verwendet werden vom Barde, ja, ist klar. Verseuchte Morgenröte sind plus 4er. Der Krieger ist gegen Krankheit immun und kann Krankheit verursachen. Du hast aber schon eine gute Keule. Zepter der Tyrannei. Krieger ist immun gegen Furcht, Präsenz auf Charisma, wenn angelegt, einmal Beherrschung, einmal Mantel der Furcht. Ah, Erinnerungsstücke halt. In Ordnung. Noch eine Keule. Ein Zauber. Zeitstopp. Zeitstopp und ein Wunsch. Zauberschlag. Der Zauberschlag zerstört die so gut wie jeden Zauberschuss, der auf einem Wesen liegt. Die betroffenen Zauber sind ja alles Mögliche. Der ist auch ziemlich böse. Ja, der der Wunsch. Nee, lassen wir den Wunsch mal Wunsch sein. Sag, was du von mir willst. Die Keule können wir auch nicht identifizieren. Für Golems extra Schaden zu. Wir haben schon alle Golems hier getötet. Wie kann ich... Sofort!
Aha. Zu Ikazaras Kammer, wir sind am Ende. Ja, wir sind am Ende angekommen. Nee, halt. Doch, wir sind am Ende angekommen. Da ist Ikazaracht. Also, habt ihr es gewagt, mir hierher zu folgen? Ich glaube, ihr werdet noch merken, dass dies ein tödlicher Fehler war, Narr. Ja, tödlich nur für euch, Ikazaracht. Ich habe nicht die Absicht, gegen euch zu kämpfen. Lasst mich diesen Ort verlassen und es wird kein Blutvergießen geben. Ja, da sie den Paladin vorgeschickt haben, bietet er ihr mal Frieden an. Da bin ich anderer Meinung. Ihr werdet merken, dass die Tür hinter euch verriegelt ist. Wollen wir dem Ganzen nicht ein Ende bereiten? Wartet, ich bin neugierig. Durch eure Rückkehr an diesen Ort war es ein leichtes, euch zu finden. Warum habt ihr das gemacht? Bevor wir das tun, möchte ich noch etwas von euch wissen. Warum hasst ihr 10 Städte so sehr? Nehmen wir mal das erste. Ja, das hatte ich befürchtet. Aber ich hatte kaum eine andere Wahl. Es war ein kalkuliertes Risiko. Zu welchem Zweck? Um den Tod persönlich zu besiegen. Um neu geboren zu werden, so wie ihr mich hier vor euch seht. Nur durch meine Rückkehr hierher konnte ich das erreichen. Warum musstet ihr hierher zurückkommen? Beim Bau dieser Höhle schuf ich damals auch 2 ganz besondere Räume. Der eine sollte meiner Seele nach meinem Tod den Weg hierher weisen. Der andere sollte einen Körper auf unbestimmte Zeit erhalten können. Ja, ich glaube, das haben wir bereits zerstört. Dann zog ich 2 seelenlose Junge heran und legte sie in den Konservierungsraum. Okay. Der Plan war einfach. Bei meinem Tod würde meine Seele hierher zurückkehren und einen Körper vorfinden, in dem sie weiterleben könnte. Wie konntet ihr Junge ohne Seele aufziehen? Ich bewachte die Eier, sodass ich in den noch ungeformten Körpern keine Seele niederlassen konnte. Ihr habt eurem eigenen Fleisch und Blut Schreckliches angetan, Ikazaracht. Wäre es euch lieber, ich hätte sie normal aufgezogen und sie dann ihrer Seelen beraubt? Nein. Durch mein Vorgehen waren sie nichts weiter als leere Hüllen, die man benutzen konnte. Ich verstehe, was und warum ihr es getan habt, aber deshalb war es noch lange nicht richtig. Leider dachte ihr Vater ebenso wie ihr und war gegen meinen Plan. Wäre er einverstanden gewesen, hätte er wie ich unsterblich werden können. Ich nehme an, dass das sein Skelett auf dem Feld der Knochen ist, also der Vater, hä? Ja. Er griff mich an und ich musste ihn töten. Es tut mir leid, doch es ging nicht anders. Lasst mich euch noch etwas fragen. Warum hasst ihr 10 Städte so sehr? Vor langer Zeit lebten in Ferun unzählige Drachen. Doch dann kamen die zivilisierten Rassen an die Macht und drangen in unser Land ein. Ja. Es wurden blutige Kriege geführt, in denen eure Artgenossen ganze Armeen gegen uns schickten. Gegen solch eine Übermacht konnten selbst wir nichts ausrichten. Nun sind wir einsame Geschöpfe, die sich fernab der Welt in Höhlen verstecken müssen. Wir fürchten den Schlaf, denn wenn wir entdeckt werden, wird er oft zum Schlaf des Todes. Ja, aber was hat das mit 10 Städte zu tun? Ich wurde getötet, als ich meine Heimat gegen eine Armee von Eindringlingen verteidigte. Und das Schwert, das mein Herz durchstach, gehörte Ionen. Einem Mann aus 10 Städte. Eine Armee von Eindringlingen, die Geschichtsschreibung sagt aber etwas anderes. Ja, aber die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, wie es heißt. Und es heißt auch, dass sich die Geschichte wiederholt. Was meint ihr? Seht euch doch das Elend der Barbaren an. Selbst heute noch werden sie von den 10 Städtern von ihrem Land vertrieben. Ach so, du machst das alles aus Nächstenliebe. Bald werden sie sich zwischen Vernichtung und völliger Unterwerfung entscheiden müssen. Und da sie ein stolzes Volk sind, werden sie sich nicht beugen. Sie werden sich für die Vernichtung entscheiden. Eine ganze Kultur wird verschwinden,
und für alle Zeit verloren sein. Genau wie auch meine Kultur verloren ist. Und das alles im Namen der Zivilisation. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ihr alles völlig uneigennütz getan habt. Als ich aus meinem langen Schlaf erwachte, sah ich die Welt mit neuen Augen. Und ich erschrak, als ich sah, dass sie sich eigentlich kaum geändert hatte. Mein Land war immer noch in den Händen der 10 Städte. Das Elend der Barbaren hatte sich kein bisschen geändert. In Wilfdeen sah ich einen Mann, der genauso dachte wie ich. Deshalb schloss ich mich ihm an, um dieser Tragödie ein für allemal ein Ende zu setzen. Etwas anderes. Sagt, ihr wurdet vor fast einem Jahrhundert getötet. Warum seid ihr erst jetzt erwacht? Aionens Schwert war mit einem besonderen Zauber belegt und besaß fast so etwas wie eine eigene Intelligenz. Als es zu dem tödlichen Hieb kam, schien es bereits zu ahnen, dass ich wiedergeboren würde. Die Klinge opferte sich selbst und zerbrach, damit ich gefangen sein würde. Meine Seele lag in meinem zerschmetterten Herzen am Grunde des Dinschir-Sees. Ich kann nur vermuten, dass die Klinge entfernt und so meine Seele befreit wurde. Ja, Aions Schwert gehört jetzt mir. Es wurde neu geschmiedet und ist jetzt zu neuem Leben erwacht. Ikazarach, mir wäre es lieber, wir könnten uns irgendwie einigen, anstatt zu kämpfen. Glaubt ihr, das wäre möglich? Nehmen wir mal das erste. Ja, schon als ihr hereinkamt, spürte ich die Klinge und war besorgt. Doch ich sehe nun, dass sie ihren Zauber von damals verloren hat. Sie kann mir nichts mehr anhaben. Ikazarach, mir wäre es lieber, wir können uns irgendwie einigen, anstatt zu kämpfen. Glaubt ihr, das wäre möglich? Niemals! Mein Herz, das Herz des Winters, wurde vor langer Zeit zerschlagen. Und mit dem Blut lief auch die Gnade aus der Wunde. Okay. Ich habe meine Liebe verloren, mein Leben und mein Reich. Das alles werde ich zurückfordern. Oder aber in Vergessenheit geraten, wie die meisten meiner Art. Zieht euer Schwert! Lasst es uns jetzt zu Ende bringen! Dann soll es wohl so sein. Dein Befehl? Okay. Kann ich helfen? Ich hätte noch mal vorher rasten sollen. Fangen wir an mit einer Hast. Ist etwas nicht in Ordnung? Mit einer Verteidigungskoordination. Ja. Du benutzt das. Bereit für neuen Taten? Du benutzt einen Stärketrank, einen Heldentrank. Sag, was du von mir willst. Wie kann ich am besten... Okay, da war Magie-Bann im Spiel. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Okay, sie ist wieder eingelullt. Ja. Auch nicht so gut. Okay, ich wurde gerade overkillt. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe hier das Quick-Save. Ich kann hier nicht rasten. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Rasten nochmal. Es soll geschehen. In Ordnung.